Hey ho Leute und willkommen zurück bei The Night of the Rabbit, wo wir... Kitsune! Okay, sie kann es nicht hören. Sie hört mich nicht. Ein Mensch und ein Fuchs können keine Freunde sein. Es gibt nichts, das sie und uns verbindet. Okay. Es darf nichts geben. Und selbst wenn, wir würden ihnen doch nur das Herz brechen. Ein Biss in ihr Fleisch oder ihre Seele. Das ist das Einzige, das uns mit ihnen vereinen darf. Dann lesen wir mal hier. Toll, ein neues Skript. Im Bann des Zarow. Dritter Akt. Der kleine Jerry ließ nicht locker. Unaufhörlich ging er den Füchsen auf die Nerven. Bis sie genug von dem unreifen Jungen hatten und ihn mit Haut und Haaren verschlangen. Autsch! Das finde ich nicht so lustig. Lauter! Und wie? Okay, das hat gar nichts gebracht. Haben wir irgendwas, womit wir das Ding vielleicht lauter zum Schwingen bekommen können? Besser nicht. Mit dem anderen Nagel vielleicht? Besser nicht. Mit dem Tonträger? Mal sehen, was passiert, wenn ich das Ding an die Glocke halte. Sehr schön. Jetzt können wir noch mit Kitsune reden, oder? Kitsune! Sie hört mich nicht. Jerry, warum gehst du nicht einfach? Ich werde immer ein Fuchs bleiben. Du willst mir meine letzten Sinne rauben, Mensch? Ich werde alle Menschen dafür leiden lassen. Auch deine kleine Kitsune. Ich bin ein Fuchs. Ich schwöre es. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Okay. Mal sehen, was passiert. Und jetzt benutzen wir das Klöckchen mit Kitsune. Ich hoffe, dass sie sich an ihre Glocke erinnert. Oh. Kitsune! Jerry? Du willst mir meine letzten Sinne rauben, Mensch? Ich werde alle Menschen dafür leiden lassen. Auch deine kleine Kitsune. Ich bin ein Fuchs. Ich schwöre es. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Jerry! Schnell, Kitsune! Lauf weg! Du gehörst zu uns. Nein! Ich werde immer ein Fuchs sein, Jerry. Nein. Und Jerrys Tonträger zersprang im Rucksack. Super, der Tonträger ist zersprungen. Damit kann ich kein Geräusch mehr machen. Ich bin oder? Besser vorsichtig mit den Scherben. Okay. Ich bin besser vorsichtig. Ich glaube, ich bin besser vorsichtig mit den Scherben.
Kitsune, geht es dir gut? Jerry, ich... Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Sei ruhig. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nichts? Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde dich vom Menschsein heilen. Oder dich als Mensch verschlingen. Kitsune, hör nicht auf ihn. Er ist nicht er selbst. Er wird dich für immer festhalten. Jerry, warum gehst du nicht einfach? Ich werde immer ein Fuchs bleiben. Ich weiß. Und das ist gut so. Du bist du. Du bist ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Füchse kämpfen. Danke, Kitsune. Kleine Kitsune. Ich bin nur ein blinder Wächter. Doch mein Verstand sieht wieder klar. Ich muss dir danken, Mensch. Sei ihr ein Freund. Freundschaft entfernt den Nagel? Na, das glaubt doch keiner. Oh doch. Oh doch. Jetzt bleibt nur noch ein Nagel. Der letzte Nagel. Wo bin ich jetzt? Überall Eis und Wasser, so weit das Auge reicht. Der Wind ist so kalt. Vor lauter Freude darüber, wieder an einem der schönsten Flecken der Erde Urlaub machen zu können. Urlaub? Riss sich der Junge jauchzend die Kleider vom Leib und sprang in das eisklare Wasser. Jerry on the rocks. Langsam kriege ich das Gefühl, sie mögen mich nicht besonders. Haselnuss, ich muss Sie doch sehr bitten. Das Einzige, was mir am Herzen liegt, ist die Kunst. Aber du hältst dich nicht ans Buch. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich werde mich mehr bemühen. Das will ich doch hoffen, du nichtsnutziger Amateur. Wo waren wir? Der mächtige Polwal brach hinter Jerry durchs Eis. Und mit mächtiger Stimme sprach er: Du hast dich tapfer geschlagen. Bist bis zum Rand des ewigen Eises vorgedrungen. Doch der Kälte kannst du nicht standhalten. Es ist an der Zeit, aufzugeben. Nein. Loszulassen. Nein. Lass dich mit mir in die kalte Dunkelheit unter dem Eis gleiten. Nein. Schauen wir uns das Skript an. Super. Ein neues Skript. Das Magnum Opus des großartigen Ein literarischer Geniestreich höchster Güte. Sie Banause.
Der Titel lautet Im Bann des Zarow. Vierter und letzter Akt. Ein Meisterwerk der Simplizität. Jerry war am Nordpol. Es war kalt. Er fror. Als wäre man wirklich da. So, so authentisch. Jerry wurde eingeschneit und tiefgefroren. Alle waren glücklich darüber. Der Polwal sang vor Freude. Was für ein schönes Ende. So tragisch. Das wird so aber nicht passieren. Ein Weihnachtsbaum. Dafür sorg ich. An Weihnachten backt Mama immer leckere Vanilleplätzchen. Die Sehnsucht des kleinen Jungen nach trockenem Backwerk war kaum auszuhalten. Schmerzlich erinnerte es ihn daran, dass er seine Mutter niemals wieder in die Arme schließen würde. Oh. Oh. Wie gemein! Mit dem Bann und so ist okay, aber die Mutter ins Spiel zu bringen, widerlich. Ruhe. Vielleicht geht es mir besser, wenn ich den Baum abschmücke. Ich mag das Publikum. Eine riesen Zuckerstange. Jerry konnte nicht widerstehen. Er musste einmal daran lecken. Sie wollen doch nur, dass meine Zunge festfriert. Genau. Endlich hast du mal das Skript gelesen. Na dann mal los. Nee, ich hebe mir die Stange für später auf. Mhm. Der Junge ist einfach zu schlau für dich. Ruhe. Na, das Publikum will nicht mehr so. Was? Das ist das Auge des Polwalds. Es sieht traurig aus. Jerry bot ja auch einen traurigen Anblick. Puh, nein, es liegt an den Postern. Es wirkt, als würde er mich beobachten. Jetzt kann ich doch bestimmt irgendwas Schlaues machen. Ui, jetzt habe ich eine weihnachtliche Angel. Oh, so angelt bestimmt der Weihnachtsmann. Wie kam die Wissenschaftlerin eigentlich darauf, dass sowas Wale anlocken würde? Jerry hielt die Lichterkette in die Höhe. Und gleich sprang der Polwal meterhoch aus dem Wasser und begrub den Jungen unter seinen gewaltigen Kiemen. Kiemen? Wale sind Säugetiere. Mhm. Ha, wie peinlich. Idiot. Wir könnten vielleicht den Nagel angeln. Das will ich lieber nicht. Haben wir noch einen Haken an der Angel? Das will... Okay, wir schauen mal, was wir noch alles angeln könnten. Ventilator können wir nicht angeln, okay. Schade. Pulver, das Skript, der Weihnachtsbaum. Der Ozean. Können wir im Ozean angeln? So stelle ich mir die Angelrute vom Weihnachtsmann vor. Jetzt, er nimmt als Proviant zum Eisfischen sicher heiße Milch und Kekse mit. Na dann, Petri heil! Der Polwal hatte angebissen und zog den schwächlichen Jungen in die eisige Tiefe. Nur ein Kabel. Das ist ein böser... Elektrisch. Das sieht elektrisch aus. Ja, genau. Das ist ein böser elektrischer Kabel. Einen Moment. Der sich um einen dürren Hals windet und mir einen tödlichen Stromstoß versetzt. Ja, genau. Sehr gut. Ich glaube, Sie brauchen mal Urlaub, wenn schon ein 12-Jähriger für Sie die Kunst machen muss. Mhm. Idiot, ey.
Kabel? Das Kabel führt nach da hinten, wo der ganze Wind herkommt. Warum sage ich da hinten, wenn ich mich auf einer Eisscholle mitten im Meer befinde? Ich zieh mal am Kabel. Huch, das ist ja eine Windmaschine. Da kommt also der ganze Wind her. Ja. Merkwürdig. Ich dachte, Wind entsteht durch Unterschiede im Luftdruck zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten. Da haben die Lehrer in der Schule wohl gelogen. Ja. Idioten. Das sind einfach nur Windmaschinen. Das weiß man doch. Das will ich lieber nicht angeln. Schade, ich dachte, ich könnte es vielleicht drehen mit der Angel. Was passiert, wenn ich nochmal am Kabel ziehe? Ah. So. Sieht so aus, als könnte man die Richtung des Ventilators verstellen. Nein, das geht nicht. Die Rotorblätter werden deine kleinen Finger stutzen. Unsinn. Aber ich bin doch nur ein Hering. Und Zarov ist ein mächtiger Wal. Ich bin viel zu klein. Genau darin liegt deine Stärke, kleiner Landläufer. Woo, Jerry! Du schaffst das, Jerry! Ruhe! Wir glauben an dich, Jerry! Go, Jerry! Ich tauche ein. Sei stark, Jerry. Ich werde Zarov aufhalten. Oh ja. Ich werde ihn aufhalten. Verflucht! Okay, wir müssen noch den Nagel ziehen. Ich würde immer mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Denn die Folge ist schon ein bisschen länger und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Bis dann, euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!